Hallo zusammen. Für die von euch, die mich nur von den Herr-der-Ringe-Videos kennen, eine kurze Erklärung, was genau hier jetzt los ist. Ich beschwere mich nicht nur über das, was andere Leute machen, sondern bin auch selber kreativ tätig, wenn ich denn Zeit und Muße dazu finde. Und bei meinem momentanen Worldbuilding-Projekt, das sich eine ganze Weile hingezogen hat, habe ich diese dumme Angewohnheit, dass ich zu jeder kleinen Änderung ein Video mache, einfach weil es für mich selber gut ist, die Sachen einmal auszusprechen und weil es scheinbar ein paar Leute gibt, die das Ganze interessant finden, aus welchen Gründen auch immer. Und darum habe ich mittlerweile einen ganzen Haufen Videos gemacht, die ich in einer Playlist zusammengefügt habe, Link in der Beschreibung, und die Playlist ist mittlerweile etwa 5 Stunden lang. Und weil 5 Stunden nicht wirklich ein guter Einstiegspunkt für irgendwas sind und weil ich einen größeren Bug gefunden habe, der definitiv kein Feature ist, dachte ich mir, es würde Sinn machen, hier einmal Inventur zu machen. Das heißt, dass ich sowohl für mich selber als auch für Leute, die das Projekt bisher begleitet haben, einen, ich sag mal einfach, Checkpoint habe, wo ich zusammenfasse, was ist bisher passiert, wie ist das Grundkonzept hinter dem Setting und was ist der Fehler, den ich gefunden habe und wie will ich den beheben. Ich habe damit etwa das letzte halbe Jahr verbracht. Das heißt, die Skripte für dieses Video und die nächsten beiden Videos sind ein bisschen zusammengestückelt. Das heißt aber auch, dass ich die Videos schneller rausbringen sollte als meine normalen Videos. Das heißt, das wäre ein, in Anführungsstrichen, guter Einstieg in das Setting, wenn es euch irgendwie interessieren sollte. Und damit ihr versteht, wovon ich überhaupt rede, fangen wir am besten mit einer kurzen Erklärung an, was das Setting eigentlich sein sollte. Ich hatte in meinen bisherigen Videos das Grundkonzept vom Setting schon ein paar Mal definiert, aber die kürzeste und beste Erklärung wäre im Grunde das hier. Es gibt einen ganzen Haufen fliegender Inseln, die durch den Äther fliegen, der im Grunde der Weltraum ist, aber doch nicht wirklich. Zwischen diesen Inseln fliegen fliegende Schiffe durch die Gegend, zusammen mit Weltraumwalen und gefiederten Drachen. Und ihr könnt nicht nur Standard-Abenteurer sein oder Game of Thrones nachstellen oder was auch immer ihr sonst in euren D&D-Runden macht, sondern ihr könnt auch Weltraumpiraten werden und oder gegen Weltraumpiraten kämpfen. Diese Beschreibung des Grundkonzepts des Settings wäre auch nach den Reworks noch größtenteils korrekt. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, aber die Details gehe ich im nächsten Video durch. Das hier soll nur eine ganz kurze Erklärung sein, damit das Grundkonzept vom Setting klar ist, damit wir alle auf demselben Stand sind. Die Grundidee hinter dem Setting war es, dass ich möglichst viele verschiedene Ideen und Genres in ein Setting zusammenbringen wollte. Und am einfachsten ginge das dadurch, dass ich im Grunde ein Sci-Fi-Setting mache, also verschiedene Planeten, die miteinander nicht unbedingt verbunden sind. Das Problem ist, ich bin nicht wirklich ein Sci-Fi-Nerd, ich bin ein Fantasy-Nerd. Das heißt, ich musste das Ganze etwas auf Fantasy umpacken. Das heißt, der Anfangspunkt des Settings ist im Grunde eine stinknormale Fantasy-Welt. Und dann gab es irgendeinen Weltuntergang. Realität ist zusammengebrochen, magische Energien sind durch die Gegend geflogen und haben alles in sich getaucht und am Ende haben wir dann eine Welt von fliegenden Inseln, in der jede Insel im Grunde eine Was-wäre-wenn-Fantasy-Story ist. Der einfachste Popkulturvergleich wäre hier wahrscheinlich das Multiversum aus Magic the Gathering. In Magic gibt es verschiedene Planes, also verschiedene Ebenen der Existenz, und es gibt gewisse Charaktere, die sich Planeswalker nennen, die zwischen diesen Ebenen hin und her reisen können. Dieses Setting wäre größtenteils dasselbe, nur dass diese Reisen nicht einer Handvoll plotrelevanten Charakteren vorbehalten sind, sondern allgemein verfügbar sind. Und es handelt sich nicht um verschiedene Ebenen der Existenz, sondern um fliegende Inseln, die sich dieselbe Welt teilen. Und weil diese Inseln mit magischer Energie vollgepumpt wurden oder aus anderen Realitäten gekommen sind oder was auch immer ich mir gerade aus den Fingern saugen kann, gibt es hier einen ganzen Haufen von verschiedenen Möglichkeiten, wie die Welten weird sein können. Einige Welten waren einmal Teil von elementaren Ebenen und sind darum mit elementaren Magien vollgepumpt. Einige Inseln funktionieren nach den Regeln der Fae. Auf einigen Inseln sind Untote einfach ein normaler Teil des Lebens und auf wieder anderen Inseln ist Magie instabil. Und es gibt ein paar Inseln, in denen es Kreaturen aus der Urzeit und andere Megafauna gibt. Das heißt, in diesem Setting kann man so gut wie alles einfügen, was man möchte. Von elementalen Engeln über Magitech-Golems bis hin zu Höhlenmenschen ist eigentlich alles möglich. Und dabei benutze ich im Grunde die Logik von Extended Universe von Star Wars. Es gibt eine Canon-Timeline, die definitiv existiert, das wären in diesem Fall die Filme. Und darum umzu gibt es ein komplettes Universum von Ideen und Möglichkeiten, die in diesem Fall als die Bücher dargestellt würden. Die Canon Timeline wäre in diesem Fall das Grundgerüst, was ich für das Setting baue. Ich erstelle eine Handvoll Spezies, ich erstelle eine Handvoll Welten, ich erstelle Muster, wie man beim Worldbuilding vorgehen kann dafür.
Und alles, was darum und zu ist, kann sich jeder, der mit dem Setting arbeiten möchte, selber ausdenken. Ich habe versucht, das komplette Universum zu definieren, wie gesagt, 5 Stunden Playliste, aber ich habe gemerkt, es bringt mir deutlich mehr, wenn ich nur die Grundstruktur definiere und alles andere offen lasse für Leute, die mit dem Setting rumspielen möchten. Und nachdem ich jetzt über meine hochtrabenden Ambitionen gefaselt habe, reden wir kurz darüber, wie das ganze Setting angefangen hat und wie ich den Kahn vor die Wand gefahren habe. Die Grundidee für das Setting hatte ich vor deutlich zu viel, ja, Jesus fuck, ich fühle mich alt. Und die Idee war im Grunde sehr simplistisch. Die Idee war eine einzige riesige Stadt im Sinne von Ravnica oder Planescape, in der sich ab und zu mal Portale öffnen, aus denen Viecher und Sachen kommen, die aus anderen Welten kommen würden. Und daraus resultiert, dass eine Abenteurergruppe zum Beispiel bestehen könnte aus einem Magier, einem Ogre, einer Pixie, einem Lovecraftian Horror namens Steve und Robocop. Und weil es eine von vielen simplistischen Ideen waren, die ich zu der Zeit hatte, hatte ich früher oder später irgendwann den Fokus verloren. Aber ich habe mit der Idee immer mal wieder rumgespielt und es gab einen ganzen Haufen verschiedener Einflüsse, durch die die Idee sich verändert hat und verschoben wurde und neue Elemente dazugekommen sind, alte weggefallen sind und so weiter und so fort. Und früher oder später bin ich auf einer gewissen Ästhetik gelandet. Und diese Ästhetik war in der Zeit ein Warhammer 40k-Klon. Für die von euch, die 40k nicht kennen, es ist im Grunde over-the-top, grimdark, Weltraum-Fantasy. Und meine Idee war es dann hier, die Fantasy-Elemente zu nehmen und sie stärker zu betonen, damit wir halt ein mittelalterliches Fantasy-Setting haben und nicht ein Sci-Fi-Setting, das ein paar Fantasy- und Mittelalter-Stylings beibehalten hat. Und daraus hat sich dann relativ schnell der Fürstenbund entwickelt, was mehr oder weniger der Senat aus Star Wars ist, aber im Mittelalter. Ja, die Ideen sind ein bisschen komplizierter ab einem gewissen Punkt. Und dann habe ich ein paar Ideen hinzugefügt und weggenommen und rumgeschoben und Sachen designt und neu designt und noch mehr neu designt und es gibt einen Grund, warum die Playlist über 5 Stunden lang ist. Und in der Zeit hat sich auch die Grundidee gewandelt. Von einer einzigen planetenspannenden Stadt, in der mit Portalen Elemente aus anderen Dimensionen eingefügt werden können, über verschiedene Dimensionen, die durch Portale miteinander verbunden sind, bis hin zu fliegenden Inseln innerhalb derselben Welt. Und dann kam ich irgendwann zu dem Punkt, wo die Map fürs Setting so aussah und ich musste mir eingestehen, irgendwas passt hier nicht zusammen. Ich habe eine Welt, bei der 2/3 der Map fest definiert sind mit irgendwelchen riesigen Imperien, obwohl die Grundidee eigentlich ein Play-What-You-Want-Ding war. Das heißt, irgendetwas passt hier grundlegend nicht zusammen. Und dann habe ich mir alles, was ich machen wollte und gemacht habe, nochmal genauer angeguckt und habe ein gewisses Problem entdeckt. Das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass ich mein Worldbuilding analysiere, um zu gucken, wo die Fehler sind. Und in meiner letzten großen Fehleranalyse kam ich unter anderem zu diesem Schluss. Drittens habe ich mich dafür entschieden, dass ich vom Ton her irgendwo in Richtung von der Witcher-Reihe arbeiten möchte. Was ich dabei nicht machen sollte, ist mich auf eine mehr oder weniger blödsinnige Idee zu verhauen und dann einfach Scheuklappen aufzupacken, um zu sagen, nee, es muss jetzt aber so funktionieren, weil wegen Gründe. Die Idee war es, dass ich mich auf ein Feeling wie bei The Witcher konzentriere. Also die Welt ist nicht komplett hoffnungslos, es gibt genug Lichtschimmer, dass man sagen kann, ja, für diese Welt möchte ich kämpfen, ich möchte, dass diese Welt besser wird und habe eine realistische Chance, dass diese Welt besser werden könnte. Aber es gibt genug dunkle Ecken und Grit und in Anführungsstrichen Realismus, dass es sich ein bisschen von der normalen Fantasy abhebt. Und aus irgendwelchen Gründen hat sich das entwickelt von ich konzentriere mich auf ein The Witcher-Feeling zu einem ich konzentriere mich auf eine The Witcher-Ästhetik, was im Grunde heißt europäisches Mittelalter. Und bevor ich mich versehen habe, sah die Map vom Setting ungefähr so aus und entweder bestand alles aus dem Fürstenbund oder war irgendwie mit dem Fürstenbund verbunden. Und ein Spiel, was auch immer du willst, Sandbox-Ding, funktioniert nicht wirklich gut, wenn ein Großteil der Welt im europäischen Mittelalter festhängt. Ja, ich gebe gerne zu, da hätte ich eventuell vorher drauf kommen können. Aber die Lösung ist zum Glück verhältnismäßig simpel. Ich muss einfach diese großen, übergreifenden, fest definierten Gebiete aufteilen in kleinere Gebiete, zwischen denen sich relativ viel nicht definierter Raum befindet.
Durch diesen nicht definierten Raum kann man dann in Setting einbringen, was man möchte. Egal, ob man jetzt ein Spieler ist, ein Spielleiter oder ein Autor, der im Setting ein bisschen rumspielen möchte. Außerdem sorgen die vielen kleineren Gebiete dafür, dass diese übergreifende Fantasy-Mittelalter-Ästhetik nicht mehr existiert. Das heißt, ich kann zwar das Witcher-Feeling beibehalten, aber ich muss mich ästhetisch an anderen Völkern orientieren. Momentan ist die Situation so, dass ich auf der einen Seite einen großen Haufen an ausgearbeiteten Charakteren und Lore und Hintergründen und Geschichte habe, die sich allerdings allesamt auf den Fürstenbund beziehen. Und auf der anderen Seite habe ich ein sehr solides Gerüst für ein Setting mit sehr interessanten Ideen und Konzepten, die allerdings nicht mit dem zusammenpassen, was ich für den Fürstenbund ausgearbeitet habe. Das heißt, es wäre hier am sinnvollsten, wenn ich einen Cut mache. Ich kann das Material vom Fürstenbund benutzen, um andere Fantasy-Geschichten zu schreiben oder für meine D&D-Runden oder für was auch immer mir gerade einfällt. Und ich kann das Grundgerüst weiter ausbauen für die abgespacederen Ideen. Also alles, was mehr in Richtung Sword and Sorcery oder Cosmic Horror oder allgemein mehr in Richtung von weirden, abgespaceden Geschichten geht. Allerdings brauche ich dafür wieder einen Schlachtplan, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich arbeiten muss, damit ich mich nicht wieder in irgendeine Ecke verrenne. Eines meiner großen Probleme ist, dass ich dazu neige, Sachen zu überdenken. Und dadurch mache ich mir viele Sachen deutlich komplizierter, als sie unbedingt sein müssten. Und um das zu minimieren, ist meine Strategie nach vorne jetzt, dass ich das Grundgerüst, das ich habe, genauer definieren werde. Das heißt, ich lege fest, welche Ideen sind Kernideen für dieses Gerüst, was muss unbedingt vorhanden sein und was sind eher Randideen, die zwar ins Setting reinpassen, aber nicht unbedingt notwendig sind, damit das Setting wirklich funktionieren kann. Und sobald ich das festgelegt habe, kann ich dann auch festlegen, welche Genres und Tropes und was auch immer im Setting funktionieren und was eben nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich das Ganze in Schritten festhalten müsste, wäre der erste Schritt, dass ich festlege, welche Grundkonzepte und Kernkonzepte im Setting definitiv existieren. Als zweites lege ich dann die Designsprache und das Feeling für das Setting fest, damit ich dann im dritten Schritt die Kosmologie für das Setting genau festlegen kann. Einfach weil das, was ich mit dem Setting machen möchte, sehr große Auswirkungen darauf hat, wie das Setting selber aufgebaut ist. Darum kommt die Kosmologie selber als letzter Schritt hier rein. Und zum Glück habe ich dafür schon relativ viel Grundarbeit geleistet. Einige von euch mögen sich fragen, was diese ganzen Witcher-Bits aus dem letzten Teil waren. Das waren Ausschnitte aus einem Video, was ich vorher zum Thema hochgeladen habe. Playliste ist wie gesagt in der Beschreibung. Und in dem Video hatte ich unter anderem erklärt, was für mich der Unterschied zwischen Dark Fantasy und Adventure Fantasy ist. Das Feeling wäre hierbei die Antwort auf Fragen wie, was liegt hinterm Horizont? Wenn ich mich auf das Dark Fantasy Korruptionsding berufe, dann liegt hinterm Horizont irgendetwas Unentdecktes und Böses, das uns höchstwahrscheinlich töten möchte. Und wenn ich mich auf das Abenteuer-Feeling berufe, liegt hinterm Horizont irgendwas Unentdecktes und Cooles, das uns zwar vielleicht töten möchte, aber es gibt wahrscheinlich auch Gold und irgendwelchen anderen coolen Shit. Das heißt, das Abenteuer-Genre hat einfach generell einen potenziell positiveren Ausblick auf die Welt als das Dark-Fantasy-Alles-ist-Scheiße-Genre. Und Witcher war für mich da einfach ein Happy Medium, das von beiden ein bisschen hat. Witcher ist doch eigentlich genau das, wonach du suchst. Es ist im Grunde ein Adventure-Ding, weil, seien wir ehrlich, was macht Geralt außer ein Abenteuer aus D&D zu sein? Und es ist dark und abgefuckt genug, mit ein bisschen Tweaken hier und da, dass es für meine Zwecke reichen würde. Das heißt, von dem, was ich jetzt machen muss, um das Setting in Anführungsstrichen neu aufzuziehen, ist nicht wirklich neu. Es ist einfach nur, dass alte Sachen in einen neuen Kontext gerückt werden müssen. Alte Konzepte müssen ein bisschen aufpoliert werden, aus einem neuen Blickwinkel gesehen werden und so weiter und so weiter. Das ganze Marketingzeug für ich recycle meine alten Schrottideen in neue, bessere Ideen. Und weil ich das im letzten halben Jahr gemacht habe, sind dieses Video und die beiden Follow-up-Videos, einmal zum neuen Status Quo und einmal zu Magie und Göttern, ein klein bisschen zerstückelt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es ist nicht immer eine gerade Denklinie, es gibt viele Bits aus alten Videos und so weiter und so fort. Das liegt einfach daran, dass dieses Video und die nächsten beiden Videos das Resultat von einem halben Jahr an Editing und Arbeiten sind. Was den Vorteil haben sollte, dass die nächsten beiden Videos relativ zeitig auf dem Kanal auftauchen sollten. Das heißt, es dauert nicht wieder 4 Monate, bis ihr ein neues Video von mir seht. Aber wie dem auch sei, ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut und wir sehen uns beim nächsten Mal.